Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2. Bevor wir weitermachen, muss ich noch ein paar kleine Sachen anmerken. Und zwar, dass ich erstmal Fernsehtun habe. Nein. Also, ich habe 30 Parts Kingdom Hearts 2 aufgenommen. Mit meinem Webcam-Mikrofon als Audio-Ausgangsquelle. Das lag hinter dem PC, ergo Stimmqualität so schlecht, dass ich alles nochmal machen musste. Andererseits kam mir das recht gelegen, denn mich hat der geringe Schwierigkeitsgrad schon teilweise angenervt. Es war einfach alles zu leicht, selbst der coole Kampf, den ich da gemacht habe gegen eins der Organisationsmitglieder. Ja, soweit bin ich in 30 Parts gekommen, ihr dürft euch freuen. War nur noch tierisch einfach. Also habe ich mir gesagt, tja, da ich sowieso die Hälfte des aufgenommenen LPs nochmal machen muss, spiele ich einfach nochmal die letzten 42 Parts oder 43 Parts auf einem höheren Schwierigkeitsgrad durch. Und damit bin ich heute fertig geworden. Ja, den ein oder anderen Fail dürft ihr erwarten. Ja, es ist länger her, dass ich aufgenommen habe. Nein, es ist nicht lange her, dass ich vor kurzem gespielt habe. Es ist vielleicht 2 Stunden her. Und, ja, wir machen in der Story wie normal weiter. Bis auf eine kleine Sache natürlich. Es wird schwieriger. Gut, wir landen erstmal im Schloss Disney. Das ist unser nächster Auftrag, dort zu landen, schätze ich mal. Ja? Das ist euer Schloss? Bestimmt schön, wieder daheim zu sein. Oder? Also, irgendwas ist hier doch komisch. Ich weiß, was komisch ist. Hyperventilierende Eichhörnchen. Ihr seid zurück! Na los, auf geht's! Ihr müsst mit Königin Minnie sprechen! Das Schloss ist nämlich in großer Gefahr. Schnell in die Bibliothek! Okay, noch eine kleine Sache, die ich anmerken müsste. Ich bin krank und Heuschnupfenzeit, ergo Stimme durch Halsschmerzen und eventueller, also jetzt gerade nicht, aber eventueller verstopfter Nase doch schon ein bisschen strapaziert. Im Vergleich zu heute Morgen derbe besser, aber nicht so gut wie meine Originalform. Also wundert euch nicht, wenn das ein oder andere Mal eine kleine verstopfte Nase zu hören ist oder ein Halsschmerzen-Dings. Huster werde ich soweit es geht rausschneiden oder verkneifen. Je nachdem, das dürfte sich dann aber noch eine Zeit in meiner Stimme ein bisschen komisch anhören. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Also ich hoffe mal, es entwickelt sich nicht so wenig positiv. Und die üblichen Aufnahmenunterbrecher, kaum dass meine Aufnahme startet. Wir sehen uns gleich wieder. Tja, weiter geht's. 10 Minuten habe ich nur noch zum Aufnehmen und mein Headset wurde verrückt. Sehr unoptimal. Naja, weiter geht's einfach. Ich hoffe, dass meine Stimme jetzt nicht irgendwie ein bisschen ich ins Mikrofon puste oder sowas, wie es normalerweise nach einer Aufnahmeunterbrechung fast immer der Fall ist. Ich habe das so perfekt eingestellt, aber jetzt bla 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 Unterbrechung, wie es auch immer so ist. Aber diesmal ging es um was Erfreuliches. Wenigstens das möchte ich als Trost sagen. Und wir haben eine Bosskampfmelodie. Aber kein Gegner. What the fuck, würde ich mal sagen. Der Gegner versteckt sich. Wo immer Kisten sind. Ableitamin, yippie. Das kann man doch gleich ausrüsten. Ach ja, ich habe das Schlüsselschwert noch nicht ausgerüstet. Ganz einfach, damit... Au. Das wäre fast schief gegangen. Damit ihr... Ach ja, die kann man ja mit Feuermagie sofort zünden. Und dann dieses Dreieck-Kommando nehmen, um zur Seite zu springen. Also, ich habe das Schlüsselschwert noch nicht gewechselt. Ganz einfach, damit ihr nicht denkt, was hat er denn plötzlich für ein Schlüsselschwert? Das werde ich gleich noch machen. Was ich aber gemacht habe, ich habe in der Herkuleswelt bei Mori für Donald und Goofy neue Waffen gekauft, die ein bisschen stärker sind, die ich euch gleich noch zeigen werde. Dreck! Also die Gegner sind ganz schön einfach. Ganz einfach, wenn man kurz vor ihrer einzigen Attacke, dem Boom, what the fuck, einfach schon ausweichen kann. Und das Ganze nützlich, ist auch als Ausweichkommando für all die anderen Gegner nützlich. Ach ja, noch etwas, was vorkommen dürfte. Nisa, ich spüre da gerade schon wieder einen Verzug. In dem Fall tut es mir leid, wenn ich da den einen oder anderen vergesse rauszukatten. Was bei mir durchaus vorkommen mag. Ich meine, ich vergesse hier sogar manchmal Unterbrechungen rauszukatten. Was aber auch, ja, sehr häufig vorkommt, diese Unterbrechung. Bam! Bum, bum, dum, Eis! Tja, ich brauchte Feuer, um sie zu entzünden. Logischerweise. Bam, bam, bam. Warte mal, ich werde gleich eine Bewerkung machen. Bum, 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 bum. Das passt überhaupt nicht zu meiner Lady. Tja! Drüber! Ein bisschen Feuer. Bam, bam, bam! Dum, 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 dum.
So. Seht ihr? Ein sofortiger Overkill. So, also. Erstmal zu meiner Anmerkung. Ja. So, und weiter geht's. Erstmal das Abilitamin an Sora. Und für Sora das neue Schlüsselschwert Heldenwappen. Mehr Angriff, weniger Magie. Aber die Magie ist dann so normal wie beim Kinnenki. Toller Reim, auf jeden Fall. Und ja, das ist der Kometstab. Eine Angriffskraft und Magiekraft von 2. Und für Goofy haben wir den Angriff 3 Schild. Der Sternschnuppenschild. So viel dazu. Dann hätten wir hier für Sora noch den Vergeltungsschützer, den ich jetzt einfach mal dreist, wie ich bin, ausrüste. Und für Goofy hätten wir die Hyperheilung, die ich nicht ausrüsten kann. Alles bekommen nach dem letzten Bossfight gegen die Hydra. Also, falls ihr euch wundert, wo das herkommt, nach dem Bosskampf mit der Hydra kriegt man diese Sache. Hier geht's nicht einmal lang. Da sind die Bomben. What the fuck? Boom. Bam! Ja, dann immer noch so vorschlägt vor, die einfach so mal. Und Tornado. Also Zyklon heißt es ja. Bevor die einfach mal in die Luft fliegen lässt. Bam! Damit kann man die auch gut ausschalten. Ich hoffe, ihr habt meine Anmerkung von eben kapiert. Weil das ist etwa eine lustige Sache, die mir da wirklich aufgefallen ist. Zur Abwechslung mal. Hey, ich kann mich nicht einmal festhalten. Also jetzt einfach mal hier hoch, noch ein paar Schattenlurchis messeln. Ach ja, stimmt ja. Ich weiß, was ich in meiner letzten Aufnahme an dieser Stelle gemacht habe. Beziehungsweise an der nächsten Stelle. Das, ja. Das war die eine oder andere Sache, die man als Drive-Leveln bezeichnet, weil da sehr viele Gegner kommen und man sehr viele Hits kriegt für die Heldenformen, die man aufleveln könnte. Ja, dann also erstmal die Tür, die Truhe öffnen. Die Sternenformel. Denn so viele Sterne. Sternenstab, Sternschnuppe, Sternenformel. Aber das Heldenwappen ist mein Schlüsselschwert und das ist kein Stern. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Warte mal, gab's hier noch irgendwas? Also, erstmal drüber backen. Bagge, Bagge, Kuchen. Der Bagger hat gerufen. Der Buckstein. Ah, neue von euch. Bam, bam, bam. Und Chip. Und Chip. Ah, da kommt ein Huster. Da kommt ein Huster. Hör auf, mir hinterher zu rennen. Achso, Donald hat schon. Verdammt. So. Chip. Bam. Chip, bum, chip, bum. Tschalalalalalalalala. Okay, noch mehr von euch? Gut, das finde ich ja eigentlich recht amüsant. Da war ein Zyklon. Ich dachte schon, ich hätte es verpasst. Aber irgendwie habe ich es dann doch noch hingekriegt. Bam, bam, bam. Gab's keine Bam, Bams, aber Bam, 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 Bam. Nicht wahr? Dreieck, Zyklon. Bams. Und das Bams kam sehr verspätet. Keine asynchrone Aufnahme, nur ein verspätetes Bams durch einen nicht ganz leistungsfähigen Dreadliners hervorgerufen. Wow! Das nenne ich einen Bam Bang. Ha, nein, Gangbang, oder was auch immer ihr dazu sagen möchtet. Also die Explosion ist ja auch nicht gerade weitläufig. Donald und Goofy sind eigentlich die einzigen, die dadurch wirklich Schaden nehmen. Au! Sagt das! Und explodiert später. Nicht mal sehr viel später. Aber hier kommen schon viele Gegner. Ist das ein auch bevorstehender Level Up? Zyklon, ey. Hab ich den verpasst? Eindeutig. Hab ich. Zyklon. Das wäre geschafft. So, das verschwindet gleich. Also vorher einsammeln. Und die Kiste. Hier kommen nochmal. Kommt eine Bombe. Bam, 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 bam. Ja, dann verklappe ich dich einfach mal so, weil ich das Magie-Verschwinden jetzt einfach nicht einsehe. Wenn da nur 2 auftauchen und nicht 3, dann sind es auch nur 2. Brauche ich da nicht nochmal hingehen, um zu gucken, ob da welche sind. Dann sind da nicht mehr. Das möchte ich nochmal zu der Stelle anmerken, falls ihr denkt, oh, Dreadliners, das schien ein unendlich Spawn zu sein, wo man super leveln kann. Nein, ist es nicht. Weiter geht's. Ja.
ein klein wenig Zeit. Ja genau, ein klein wenig Zeit habe ich wirklich. Und hier ist die Drive-Level-Stelle gegen die fast endlos spawnenden Schattenlurchis. Bam, 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 bam. Schlag, Schlag, Schlag. Drive Level 3. Jetzt haben wir eine schöne Fähigkeit in unserem Inventar. Also das mit dem Drive Level ging jetzt auch recht schnell. Ich habe mich nämlich offscreen, als ich dann neu gespielt habe, auch ein bisschen schon mal um das Drive 4 Level gekümmert. Ganz einfach, damit ich die Fähigkeit mit Sportsfreund und Sprint schneller kriegen kann. Aber Sprint geht nicht, weil ich die passende Form dafür noch nicht habe. Die kriege ich erst am Ende dieser Welt. Ich glaube, das ist kein zu großer Spoiler. Man weiß immer noch nicht, was es ist. Drive Level vorbei. Ja. Ey, mit Donald in der Kombo, da ist Ulga raus eigentlich. Müsst ihr zugeben, oder? Ah, Stora, Stora, Stora! Yep, yep, yep. Ich bin ein wenig hyperaktiv, weil ich so lang nicht aufnehmen konnte. Und Super G-Line, das macht ihr gerne. Das ist so super, super monoton. Monoton. Geiles. Geile Betonung. Badim, badim, boom, bam, boom, boom, badim, badim. Was mich am meisten antört. Nein. Nicht falsch verstehen. Das war nur das falsche Wort. Was mich am meisten fasziniert gerade, ist einfach nur die dauernde Bosskampfmelodie. Was mir so richtig gute Stimmung verleiht, meine ich. Hey, Eis, Eis, Eis fliegt drüber. Und Feuer. Bringt auch nichts, aber jetzt. Na, teilweise. Bam, 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 bam. Gleich gibt's nen Break. Na, 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 na. Bereitet euch vor. Ach, ihr seht es ja an der Videozeitanleiste. Ja, ich war zu früh. Ja, ich muss gleich husten, wenn die Aufnahme vorbei ist. Auf jeden Fall. Ich kann schon kaum aufhalten. Ich glaube, das hört man. Ja, hier kommen definitiv ein paar Gegner zu viel. Also würde ich mal sagen, wir machen hier einen Break. Ich huste mich höchstens mal ein bisschen aus und wir machen gleich weiter im nächsten Part, wenn das heißt, weiterspielen. Ciao!